Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Tutorial auf diesem Kanal. Heute werden wir uns mal anschauen, wie die ganzen Pro-E-Sportler oder auch generell guten Spieler in FIFA 22 ihre Tore schießen. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar nutzen sie ganz oft die Möglichkeit, mit einem Außenspieler, einem Flügelspieler beispielsweise, in den Strafraum reinzukatten mit diversen Skill-Moves oder auch mit Passkombinationen und den Ball dann ganz einfach nur zurück in die Mitte zu spielen, um den Ball dann tatsächlich reinzubekommen ins Tor. Hier anhand dieser Beispiele könnt ihr natürlich auch sehen, wie ihr das nutzen könnt. Wichtig vorab, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, mit Skill-Moves an die Sache ranzugehen. Falls euer Spieler frei steht, dann natürlich ihn abpassen, bevor ihr dann selber mit dem Flügelspieler versucht, aus dem spitzen Winkel aufs Tor zu schießen. Wichtig, kleiner Tipp am Rande, dass ihr den Ball immer nach hinten passt, sodass der Torwart auf jeden Fall erstmal nicht weiß, dass der Ball dann aufs Tor gelangt. Sonst würde der Torwart natürlich auch dementsprechend rauskommen und es würde natürlich sehr viel schwieriger werden, den Ball dann tatsächlich zu verwandeln. Hier seht ihr es auch, Skill-Moves wie beispielsweise eine Ballrolle reichen dafür völlig aus. Um Skill-Moves zu lernen, könnt ihr natürlich auch die Videos auf meinem Kanal schauen. Ich würde sagen, mit den Beispielen lasse ich euch mal die Inspiration, um selber was zu kreieren. Haut rein, meine lieben Freunde, und Peace.